Lineare homogene Differentialgleichungen haben eigentlich immer die Form irgendein Term mal der Funktion plus irgendein anderer Term mal der Ableitung ist 0. Term a und b heißt, in diesem Fall sind a und b nicht unbedingt reine Zahlen, sie können auch x enthalten. Das heißt, a und b sind eigentlich, wenn man so will, Funktionen. Also zum Beispiel könnte es x sein oder x² oder e hoch x oder irgendwie sowas. Linear bedeutet also, sie haben keine, linear homogen bedeutet, sie haben keine einzelnen x, die alleine stehen. Also zum Beispiel hier sowas wäre inhomogen, weil nicht mehr 0 steht. Sie haben also praktisch nichts, was nicht mit f von x oder mit f' von x verbunden wäre. Normalerweise kann man solche Differentialgleichungen mit der Methode der Trennung der Variablen lösen. Variablentrennung. Das heißt also, statt dem f von x schreibt man normalerweise immer nur y hin. Statt dem f' von x schreibt man y' hin. Das y' schreiben Sie immer um als dy durch dx. Und jetzt sehen Sie zu, dass alles mit x auf eine Seite kommt, alles mit y auf die andere Seite. Und dann integrieren Sie. Die eine Seite integrieren Sie nach x, die andere Seite integrieren Sie nach y. Funktioniert im Normalfall immer. Ausnahmen, wenn die Differentialgleichungen ziemlich abgefahren sind, geht, dann brauchen Sie oftmals eine Substitution. Diese Substitutionen sind aber wiederum auch nicht sehr naheliegend. Das heißt, als normaler Student kommt man eigentlich kaum dahinter. Wenn Sie also abgefahrene, lineare, homogene Differentialgleichungen kriegen, können und sie nicht weiterkommen, dann ist es meistens so, dass sie schon am Anfang der Aufgabe einen Tipp kriegen, welche Substitution sie anwenden sollen. Die ersten Beispiele, die wir hier aber dazu machen, die haben nichts ein hohes Niveau. Das heißt, wir werden erstmal nur Beispiele machen, die man mit der Trennung der Variablen lösen kann.